Hallo und herzlich willkommen zu zu Nitronic Rush, der zweiten Folge schon. Was heißt schon? Der zweiten Folge halt. Aufgehört haben wir mit diesem Level und wir wollen jetzt als nächstes das hier machen, das etwas komplizierter aussieht mit diesen Laserstrahlen und eigentlich allem. Wir könnten rein theoretisch auch andere Autos nehmen, zum Beispiel sowas hier oder sowas hier, aber wir bleiben erstmal noch bei dem hier. So. Dann würde ich sagen, go, Local. Warte, nee. So. Okay. Lol. Achso, ja. Ja, das war, weil ich das Level schon mal gespielt habe, oder schon ein bisschen länger her. Deswegen ist da noch so ein anderer, fällt mir jetzt gerade erst auf. Lol, wo kamen die denn? Also, wie es aussieht, haben wir unendlich viel Power. Also, wir können nicht überhitzen, meine ich damit. Das ist auch schon mal was Lustiges. Aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, kann es ein bisschen knapper werden. Alter. Das wäre ziemlich cool. Ein gutes Spiel, um das... Alter, war das gerade geil. Das war jetzt scheiße. Okay. Ein ziemlich gutes Spiel, um das auch mal selbst zu spielen, falls man Bock drauf hat. Wie schon gesagt, Name ist Nitronic Rush. Ziemlich cooles Spiel. Alter. Nein. Okay, jetzt. Jetzt mach ich das. Vorher, irgendwie kommen die bei mir auf einmal so. Gas geben. Jetzt gehen wir wieder unten durch, dann ist das jetzt immer gut. Dann hier in der Mitte. Dann wieder oben. Jetzt gehen wir wieder runter. Um hier wieder so geil durchzusliden und hier runter zu gehen. Und hier hoch und hier hoch und da links. Alter, das Teil da. Alter, oh mein Gott. Wie soll man denn das schaffen? Ja, sicher. Alter. Okay, und hier schön rein. Die anderen waren natürlich schon da. So, finish. Ja, alles klar. Oh, wir sind dritter. Continue. Ich glaube, ein weiteres Level gibt es nicht. Genau, denn jetzt kommen wir zu den Hardcore-Leveln. Das war erstmal die Story. Gibt auch 9, wie man sieht. Da habe ich auch schon... Hier sind auch ein paar noch unlocked. Und manche werden einfach mal so freigeschaltet. Ich würde sagen, starten wir mal. Obwohl das eventuell etwas schwer werden könnte. Weil sie heißt nicht umsonst Hardcore. Und hier sieht man schon, dass die Flügel deaktiviert sind. Und wir haben auch wieder das mit dem komischen Power-Dings dazu. So viel zu dem Thema. Ich wollte jetzt gerade echt schon wieder F drücken. Also für Flügel. Alter! Ach halt, warte, stimmt. Space, aha. Ja, bringt voll viel. Jetzt machen wir es aber. Ach komm! Boah! Erstes Level und. Ja, Mann, Junge! So, das sieht geil aus. Jetzt erstmal kurz hier so an der Wand fahren. Und das kann man hier auch machen. So springen und damit. Ah, muss ich wieder richtig drehen. Alright. Okay. Das sollen wir hier nicht verkacken. Und verkackt. Mal gucken. Ah. Rückwärtsgang. Space drücken, um sich einmal umzuziehen. Ja. Ja, so macht man das halt heutzutage. So fährt man heutzutage Auto. Ja, so jetzt nicht ganz. Alter, das ist echt... Oh. Ich wurde auch in der letzten Folge darauf angeschrieben, dass das mit den Ruckeln eventuell mit
dem Programm im Hintergrund zu tun haben könnte. Also ich habe jetzt mal ein paar mehr Programme geschlossen, die ich nicht unbedingt brauche. Und ich hoffe mal, jetzt klappt das besser. Im Moment sieht es noch einigermaßen gut aus. Aber es hätte natürlich auch was mit dem Spiel zu tun haben können, dass eventuell in der Zeit ziemlich viel passiert. Und das kommt schon mal vor, wenn zum Beispiel im Hintergrund ganz, ganz viele Lichter blinken oder sowas. Und bei den Hardcore-Leveln, denke ich einfach mal, werden überall die Flügel deaktiviert sein. Nein! Ja. Okay, der andere, also ich, ist auch schon mal gegen euch schon. Worldwide, okay. Checkpoint. Stimmt, wir sind ja disabled. Mal gucken, also der obere Weg, der ist natürlich schwerer ranzukommen, aber das ist immer der leichtere. Das heißt, wenn man es schafft, auf den oberen zu kommen, dann hat man immer bessere Chancen. Könnt ihr jetzt mal bitte wieder in den Checkpoint kommen? Alter, wohin fahren wir überhaupt? Okay, komm, jetzt brauche ich einen Checkpoint. Okay, vorne ist ein Checkpoint. Oh, Alter, jetzt noch sterben, ne? Das wäre sowas für Scheiße. Okay. Das sieht irgendwie ein bisschen kompliziert aus. Aber ich glaube, ich kenne das Level noch. Ich hoffe nur nicht, dass es das ist, was ich gerade denke, was es ist. Dann ist es nicht. Okay, gut. Dann ist ja noch alles okay. Checkpoint. Oh yeah. Oh. Mayday. Ja. Alter. Zum Beispiel jetzt gerade wieder. Okay, jetzt geht's wieder. Einigermaßen. Oh yeah. Lol, da hätte man zum Beispiel gerade auch noch den anderen Weg nehmen können. Alter, was. Okay. Ja, Alter. Ist bestimmt nicht kompliziert. Stimmt. Autsch. Wir haben überlebt. Also, wenn man das so nennen kann. Ja, hat das super geklappt. Alter, wie lange geht das Level bitte schon noch? Nein, okay, das wird nichts. Aber wie lange wir jetzt schon in dem Level sitzen, fällt mir gerade mal auf, oder? Irgendwie fällt doch nur an die Wand. Ja, genau so. Oh. Und wir haben es geschafft. Ja, Mann. Okay, ich denke, ein Level geht noch. Oh, erster Platz sogar. Genau, ich glaube, es gibt da auch einen Online-Modus, wie man gerade eigentlich gesehen hat. Ich weiß aber nicht wirklich, ob der funktioniert. Kann ja sein. Lol. Bin. Jetzt geht's wieder. Alter. Okay. Okay, aber wir hatten noch einen Checkpoint, oder? Alter, gut. Naja, komm. Wie lange hat denn der gebraucht, um wieder zurück zu... Ja. Hier fahren wir jetzt durch. Ja, Mann.
Ja, nein. Alter. Okay, jetzt ist es noch nichts. Ja, Mann, wir haben den oberen Weg, das heißt, der müsste jetzt leichter sein. Alter. Komm ich jetzt nicht verkacken. Woher könnte es mal aufhören, so zurückgehen jetzt wieder? Komm schon hier, Checkpoint so. Von. Boah, kann davon nicht Ende sein. Erstmal schnell hier durchwaschen. Ah, das hat funktioniert. Bin schon fast da. Hallo, ich bin zu durch, danke. Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Ja. Was passiert, wenn man nicht aufpasst? Das Blöde ist hier, man kann ja auch nicht immer ausbewegen. Das heißt, man weiß nie, was einen danach wieder erwartet. Aber irgendwie kommt mir sowas hier bekannt vor. Eventuell könnte man auch hören, dass ich etwas erkältet bin, also Schnupfen und so. Ist jetzt zwar nicht ganz so schlimm, aber es nervt halt. Nein! Ja, fliegen wir erstmal ein bisschen durch die Gegend mit dem Auto. Immer diese falschen Tasten, die man drückt. Nein! Alter. Kaboom, genau. Okay, jetzt mal ein bisschen langsamer. Wir dürfen nur nichts treffen. Problem. Großes Problem. Und nochmal. Ich schaffe es aber nicht, mich schnell genug zu drehen, habe ich so das Gefühl. Das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Okay, komm. Ja, Mann. Okay, wir hatten zum Glück einen Checkpoint. Wir waren auch nicht so ganz. Oh Gott, ich glaube, das ist doch das Level, was ich. Ja. Nee, ich glaube, das sah ein bisschen anders aus. Ne, das war's dann. Weil es gibt hier leider ein Level, das ist für mich zumindest unschaffbar, weil es ist so mega schwer. Und ich hasse mega schwere Level. Die sollen bitte mittel oder einfach sein. Alter, jetzt sollten wir das hier nochmal machen. Oder auch nicht. Jetzt nochmal machen. So, jetzt zum Glück haben wir Nitro. Nitro braucht jedes Auto. Egal ob in der Zukunft oder nicht. Das schaffen wir nicht mehr. Oder? Nein. Also nochmal. Eben kurz umdrehen. Eben kurz ist aber auch gut gesagt. So, ich jetzt eben kurz zu einmal drehen. Komm schon, komm schon, komm. LOL! Warum bin ich da nach rechts gegangen? Jetzt aber. Ich hab erstmal schön wieder versauen. Soll das denn? Ich will nur ins Ziel kommen. Weil hier noch ist höchstwahrscheinlich die Folge vorbei, weil im Moment sind wir bei 14 Minuten, denke ich mal. Also ich habe gerade auch das Laufminute, da steht 15 Minuten. Und ich habe ein bisschen früher angefangen aufzunehmen. Okay, jetzt warten. Erstmal warten. Warten. Ah, jetzt haben wir wieder mehr FPS. Okay, das war gerade knapp. Nur hier dürfen wir nicht zu doll vom Gas gehen, weil sonst passiert so was. Was? Alter, das habe ich ja nicht mal. Oh, okay. Jetzt machen wir das, weil wir genau wissen, was kommt. Okay, okay, okay. Das Spiel ist halt ziemlich cool. Es gibt leider ein paar Level, die zumindest für mich unschaffbar sind, wie ich schon gesagt habe. Die werde ich dann versuchen, möglichst zu überspringen. Oder ich gucke vielleicht auch einmal kurz rein, damit ihr das aussehen könnt. Alter. Aber sonst werde ich die nicht weiter versuchen. Alter. So. Springen. Hochfliegen. Vom Gas gehen. Und hier nochmal springen. Drehen und verkacken.
Und dann gehen wir die FPS runter. Okay, jetzt mal ein bisschen mehr konzentrieren. Okay. So. So. Boah. Ein bisschen, damit sich die Kamera auch wieder dreht, weil die kann ich nicht von alleine drehen. Alter, war das knapp. Jetzt lässt er den Checkpoint kommen. Dann wenigstens den Checkpoint. Checkpoint! Und ich glaube, da vorne ist schon das Ende. Das heißt, wir schaffen es eventuell mit einer durchschnittlichen Folge. Sie ist zwar, glaube ich, schon 16 Minuten gleich, aber... Alter, jetzt verkacke ich beim Ende, oder was? Naja, komm. Da vorne, Alter. Wirklich, haben wir gar nicht durch die ganzen Teile, die hier durch die Gegend fliegen. Was auch immer das bringen soll. Okay, sowas zum Beispiel. Ein bisschen um die Zeit herauszuzögern oder was. Und ins Ende springen. Finish! Ja, Mann. Jetzt ein New Highscore, okay. Wir sind sogar Erste geworden. Okay, jetzt sind wir gerade bei... Quit. Oh, ne, warte. Back. Bei welchem Level sind wir denn jetzt gerade? Können wir das auch sehen? Egal. Ich beende hier einfach mal die Folge. Und dann sage ich mal bis morgen. Tschüss.